Okay, ich gebe es zu. Wie gesagt, für alle, die jetzt meinen Kanal verfolgen, wissen ja, dass ich zurzeit hier den LFP-Akku nicht auf 100% lade und das jetzt auch schon über ein paar Monate. Und der Energy Buffer war zu Beginn, so als ich den Wagen bekommen habe, so bei knapp 0 Kilometer, hatte ich so 4 Kilowattstunden, 4,5 Kilowattstunden. Und mittlerweile sind wir über 5, 6, 7, 8 Kilowattstunden. Und jetzt habe ich tatsächlich das erste Mal sensationelle 10 Kilowattstunden hier im Energy Buffer. Also 10 Kilowattstunden unter Null, die ich nutzen kann. Aber die halt nicht mehr über Null da sind zurzeit. Und ansonsten muss ich aber ehrlich gestehen, bin ich mit den Werten extrem zufrieden. Die kann ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe jetzt auf 3.500 Kilometer, so knapp habe ich in Anführungsstrichen nur 300 Wattstunden verloren an Degradation. Und die sind auch weg, die kommen auch nicht mehr wieder, definitiv nicht. Und das habe ich bei dem anderen LFP-Akku 55 Kilowattstunden, den ich hatte, auch schon gesehen. Und da hatte ich jetzt zu diesem Zeitpunkt, ich habe mir das alles mal aufgeschrieben, diese Werte, da habe ich jetzt da schon knapp eine Kilowattstunde hatte ich schon verloren. Also 1000 Wattstunden, die waren schon weg. Und hier sind wir jetzt bei 300 Wattstunden erst. Und bei, jetzt gucke ich gerade in den Splitzlicht, sehe die Zahlen nicht. Es sind hier 436 Kilometer statt 439. Also 3 Kilometer sind hier zurzeit erst verlustig, nach den über 3000 Kilometer schon. Also das sind ganz gute Werte. Ich habe eine Zellimbalance, also von 2 Millivolt. Das ist auch super gut. Also ich mit den Werten hier sehr, sehr zufrieden und zeige die euch jetzt mal ganz kurz, ja. So, ich zeige euch jetzt erstmal hier unten die gefahrenen Kilometer. Wo stehen sie denn hier? Stehen jetzt gar nicht drauf. Ist jetzt auch egal. Gehen wir mal hier hin. Da sind die 2 Millivolt, die tauchen da oben auf. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Die Zellimbalance. Dann die Zellspannung. Klar, alles okay. Das ist das Fluid. Das ist immer 0,3. Also 300 Wattstunden, die laufen da immer durch. Und jetzt kommt's. 436 Kilometer statt 439. Und wir haben hier 60,2 zu 60,5. Fullpack when new und nominal Fullpack. Das sind gerade mal 300 Wattstunden. Und das ist wirklich sensationell. Okay, meine usable remaining, also das, was ich praktisch benutzen kann über Null, ist relativ klein. Das heißt, die 10 Kilowattstunden Energy Buffer, der jetzt mittlerweile wirklich angewachsen ist hier, wie blöde. Der Energy Buffer mit den 10 Kilowattstunden plus diese usable macht in der Summe Fullpack when new. Also 10 plus 26,9 macht 36,9. Also die hier, die kann ich schon hier komplett, Quatsch, diese, also diese nicht Fullpack when new. Das heißt, Energy Buffer plus usable macht nominal remaining. Das ist das, was ich wirklich komplett fahren kann. Auch unter 0, da ist dann wirklich Schluss. Das ist bis 0% und das noch unter 0. Ich gehe aber mal ganz stark davon aus, weil normalerweise sieht man das ja gar nicht, kann man das ja gar nicht erkennen, weil man ja kein Scan My Tesla hat, so wie ich. Oder jetzt, wie vielleicht, gut, einige von euch werden es vielleicht haben, aber die meisten werden das nicht sehen. So, was bedeutet das jetzt? Das heißt, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt irgendwann mal, ich muss jetzt unbedingt mal in der nächsten Zeit eine längere Strecke fahren. Und wenn ich dann eine längere Strecke fahre, mal 200, 250 Kilometer, die ich hiermit nicht schaffe mit den 26,9, weil die Hälfte wären 13, etwa 13,5. Ich fahre jetzt zurzeit etwa so mit 15, 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das heißt, das würde ich nicht schaffen. Wenn ich über 200 Kilometer fahre, dann ich gehe davon stark davon aus, dass wenn ich eine lange, lange Reichweite, also wenn ich jetzt Quatsch, wenn ich lange fahre, eine große Fahrt mache von 250 Kilometer, dass er mir die 10 Kilowattstunden hier oben aus dem Energy Buffer, ohne dass ich das merke, mir praktisch hier reinlegt in das Usable Remaining und ich mit einer weiten Fahrt, mit einer weiten Strecke, ich glaube, mir den Energy Buffer wieder kleiner kriege, also kleiner machen kann. Das ist jetzt wirklich mal eine Sache. Wenn das nicht geht und der wird immer größer, dann würde ich irgendwann vielleicht dann setze ich mal auf 100% laden, um den dann vielleicht mal wieder kleiner zu kriegen. Aber das beobachten wir halt weiterhin. Und das bleibt halt. Ich mache mal ganz kurz hier ein bisschen Licht an. Das bleibt halt jetzt weiterhin spannend. Ich gehe aber wirklich fest davon aus, bei einer langen Fahrt, dann legt er mir das von unten, legt er mir das dann da rein, also in meine Fahrt rein. Das werde ich wahrscheinlich gar nicht merken, gar nicht mitkriegen.
Also normal würde es mir nicht, also ich würde das dann wahrscheinlich sehen. Und dann bin ich mal gespannt, ob ich dann wieder so auf 4 Kilowattstunden bin im Energy Buffer. Er scheint ja jetzt zur Zeit so ein bisschen die Orientierung verloren zu haben. Aber gucken wir mal. Und ja, ich werde das jetzt so machen, wenn ich jetzt eine längere Fahrt mache, das werde ich das in dieses Video direkt dranhängen. Also für euch ist es jetzt nur eine Bruchteil von einer Sekunde. Und es kann aber jetzt sein, dass es vielleicht jetzt eine Woche oder zwei Wochen mal rum sind, bis ich mal wieder eine weite Fahrt mache. Und dann gucken wir nochmal zusammen. Also für euch ist nur eine Sekunde, für mich jetzt doch eine längere Zeit. Okay, bis gleich, ciao. Vielleicht ganz kurz nochmal, nicht, dass einer denkt, das wäre jetzt irgendwie fake oder so. Hier sieht man nochmal, wie gesagt, oh, der Energy Buffer ist gerade tatsächlich noch einen höher gegangen. 100 Wattstunden, eieiei. Okay, egal. Hier sind die 300 Wattstunden, wie gesagt, an Degradation. Und also nicht, dass das hier einer denkt, es wäre fake. Hier ist, das habe ich euch nicht gezeigt, der Kilometerstand. 3386 Kilometer, ja. Okay. Jetzt fahren wir mal eine weite Strecke und schauen mal, ob wir den Energy Buffer wieder runterkriegen.